Jetzt schauen wir uns das SRDP-Beispiel mit der Nummer A086 an. Der Name des Beispiels lautet Drehteile 1. Die Aufgabenstellung ist folgende. Auf einer Drehmaschine werden Stahlzylinder gefertigt. Die Durchmesser der Zylinder sind annähernd normal verteilt mit den Parametern μ ist gleich 60 mm und Sigma ist gleich 0,3 mm. Der erste Teil der Aufgabe lautet, bei einer Überprüfung wird ein Zylinder zufällig ausgewählt. Ermittelt die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass der Durchmesser dieses Zylinders innerhalb eines Bereichs von 60,1 mm plus minus 0,6 mm liegt. Wir suchen also die Wahrscheinlichkeit, dass 59,5 kleiner gleich x kleiner gleich 60,7 ist. Pausiere jetzt das Video und versuche es selber zu berechnen. Okay, also, um diese Wahrscheinlichkeit jetzt zu berechnen, spalten wir das auf in p von x kleiner gleich 60,7 minus p von x kleiner gleich 59,5. Wir können das jetzt einfach mit GeoGebra berechnen. Ich werde euch jetzt aber zeigen, wie man das mit Hilfe einer Tabelle berechnet. Um das händisch zu ausrechnen, tun wir zunächst standardisieren. Das heißt, wir erhalten p von z kleiner gleich 60,7 minus 60 durch 0,3 minus p von z kleiner gleich 59,5 minus 60 durch 0,3. Und das ist gleich phi von 2,33 minus phi von minus 1,66. In der Tabelle, die ich jetzt verwenden werde, sind aber nur die positiven z-Werte angegeben. Das heißt, wir müssen phi von minus 1,66 noch umschreiben, und zwar in phi von 2,33 minus 1 minus phi von 1,66. Das dürfen wir, weil die Standardnormalverteilung symmetrisch ist. Ich werde jetzt die Tabelle von Wikipedia verwenden. Du hast aber sicher eine auf den letzten Seiten deines Mathematikbuchs. Also, hier haben wir die Tabelle und wir suchen jetzt den z-Wert für 2,33. Das heißt, wir suchen zunächst auf der vertikalen 2,3 und auf der horizontalen 0,03. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit entspricht 0,99010. Dasselbe für 1,66, also 1,6. Und 0,06. Und dafür erhalten wir die Wahrscheinlichkeit 0,95154. Also können wir jetzt schreiben, phi von 2,33 minus 1 minus phi von 1,66 ist gleich 0,99010 minus 1 minus 0,95154. Und das ergibt 0,94164. Falls du GeoGebra verwendet haben solltest, kann es sein, dass du ein leicht anderes Ergebnis hast. Das liegt daran, dass GeoGebra es direkt ausrechnet. Aber beide Werte sollten als richtig gelten. Gehen wir weiter zum Punkt B. Berechnen Sie jenen um den Erwartungswert symmetrisch liegenden Bereich, in dem erwartungsgemäß 90% aller Durchmesser der Werkstücke liegen. Das heißt, wir haben hier eine Glockenkurve, die symmetrisch um den Erwartungswert μ liegt. Und wir suchen jetzt die beiden Grenzen μ plus, minus Epsilon und μ plus Epsilon. Für die gilt, dass der Flächeninhalt zwischen diesen beiden Grenzen gleich 90% entspricht. Das heißt aber auch, dass die beiden blauen Flächen hier jeweils 5% entsprechen. Okay, wir suchen jetzt also ein Epsilon, für das die beiden Wahrscheinlichkeiten p von x kleiner gleich μ plus Epsilon ist gleich 0,95, also der rote Bereich plus den linken blauen Bereich, und p von x kleiner gleich μ minus Epsilon ist gleich 0,05, also nur der linke blaue Bereich gilt. Pausiere jetzt das Video und versuche selber diese Grenzen zu berechnen. Okay, also wie vorher standardisieren wir zunächst. Das heißt, wir erhalten p von z kleiner gleich Epsilon durch Sigma ist gleich 0,95 und p von z kleiner gleich minus Epsilon durch Sigma ist gleich 0,05. Daraus erhalten wir phi von z ist gleich 0,95 und phi von minus z ist gleich 0,05. Wir suchen also ein passendes z zu diesen Wahrscheinlichkeiten. Dazu verwenden wir wieder die Tabelle. Anstatt dass wir jetzt aus dem z die Wahrscheinlichkeit berechnen, suchen wir jetzt mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit das z heraus. Das heißt, wir suchen jetzt den Wert, der am nächsten zu 0,95 passt. Das ist in diesem Fall 0,94950. Und das z dazu ist
1,6 plus 0,04, also 1,64. Damit können wir jetzt in die Definition des z einsetzen. Das heißt, wir haben z ist gleich 1,64 und das ist gleich epsilon durch sigma. Sigma kennen wir ja schon, das heißt, das ist epsilon durch 0,3. Durch Umformen erhalten wir epsilon ist gleich 0,492. Und daraus erhalten wir beide Grenzen. Also, die obere Grenze lautet μ plus epsilon ist gleich 60,492. Die untere Grenze μ minus epsilon ist gleich 59,508. Das heißt, wir erhalten das Intervall 59,508 mm und 60,492 mm, in dem 90% aller Durchmesser der Werkstücke liegen.